Leute, ich hätte immer wieder eine Verlosung für euch. Ein paar Blu-rays, DVDs, Kinokarten sind dabei, sogar Lego-Batman-Figuren. Und wie jede Woche würde ich gerne wieder einiges davon für euch umsonst unters Volk bringen. Und wie jede Woche werde ich gleich zu jedem Film, den ich kurz vorstelle, etwas sagen, was ihr in die Kommentare schreiben oder eine Frage stellen, die ihr beantworten sollt. Und dafür habt ihr 48 Stunden Zeit bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeit steht auch nochmal in der Infobox. Und nach Ablauf der Zeit werde ich per Zufallsverlosung die Gewinner ermitteln und per YouTube Direktnachricht anschreiben. Mit herzlichen Glückwunsch, du hast das und das gewonnen, dann brauche ich euren Namen und eure Adresse und dann bekommt ihr euren Preis umsonst im Briefkasten. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Lange Rede, kurzer Sinn. Und fangen wir als erstes an mit Findet Dory, hier die Blu-ray, DVD und 3D Blu-ray für euch und nach Findet Nemo, ich glaube 13 Jahre später, bin ich ganz sicher, geht es um Dory und wie sie ihre Familie findet, nachdem sie sich an sie erinnert. Eine Welt, die nicht ganz die von Findet Nemo erreicht, aber für Animationsfilmfans wahrscheinlich trotzdem ein Muss, diese zu besitzen. Und wer Findet Dory gerne hätte, schreibt in die Kommentare, weil es ja ein Pixar-Film ist. Welcher ist euer Lieblings-Pixar-Film? Jedes Kommentar in diese Richtung kann Findet Dory gewinnen und schreibt gerne in Klammern dahinter, welches Format ihr hättet, ob Blu-ray oder DVD, damit ihr nicht eine Blu-ray bekommt, wenn ihr nur einen DVD-Player habt, gilt für alle Filme. Weiter geht es mit War Dogs. Jonah Hill und Miles Teller in der wahren Geschichte von zwei Typen, die an einen 300 Millionen Dollar Waffendeal gekommen sind, zu Waffenschieber werden und so ein bisschen Lord of War in jünger, in frischer und irgendwie cool. Ich mochte den Film sehr. War Dogs ist abgedreht und skurril und die Kombination aus Miles Teller und Jonah Hill mochte ich auch sehr. Wer War Dogs gerne haben will, zwei Blu-rays, eine DVD habe ich, schreibt gerne in die Kommentare, weil das eine sehr skurrile Karriere ist, die anscheinend wirklich so stattgefunden hat. Von wessen Karriere, von welchem bekannten Menschen, wo ihr sagt, wow, der hat eigentlich einen krassen Karriereweg hinter sich, hättet ihr gern auch einen eigenständigen Biopic-Film? Jedes Kommentar in diese Richtung kann War Dogs gewinnen. Weiter geht es mit Lego Batman Movie, weil ich habe noch so Lego-Figuren zugeschickt bekommen. Wenn ihr sowas haben wollt, weil ich habe hier so 10-mal, glaube ich, den Phantom-Zonenstrahler und den Lego Batman in so Tüten. Wer das gerne gewinnen will, schreibt in die Kommentare, für welchen Helden ihr gerne einen eigenen Lego-Film haben wollen würdet. Jedes Kommentar in diese Richtung kann eine Batman-Lego-Figur gewinnen. Und zum Kinostart von T2 Trainspotting hätte ich 2x2 Freikarten und jeweils den Score zum Film dazu, der schon auch ganz gezielt gewählt ist. Und wenn ihr den gewinnen wollt, schreibt gerne in die Kommentare, welche eure Lieblingsszene vom Kultfilm Trainspotting, also dem ersten Teil von vor 20 Jahren ist. Dann hätte ich für euch einen meiner Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr, und zwar The Accountant, jetzt auch raus auf Blu-ray und DVD und mittendrin Ben Affleck als Mann, der zuschlagen kann, aber auch skurril ist und auch zwischenmenschlich nicht einfach. Ich werde nichts verraten an der Stelle, aber ich hatte richtig Spaß, mit dir Counter sogar 2 oder 3 Mal anzuschauen. Wer die gerne auf Blu-ray oder DVD gewinnen will, schreibt in die Kommentare, welcher euer Lieblingsfilm mit Ben Affleck ist. Jedes Kommentar in diese Richtung kann The Accountant gewinnen. Und dann gehen wir weiter mit SMS für dich. Das war ein süßer deutscher Film, der romantisch war, der traurig war, der aber mit einem gewissen Niveau daherkam und Caroline Herfurths erste Regiearbeit, soweit ich mich erinnere. Und es ist die Geschichte einer Frau, die ihren Verlobten verliert, aber auf einmal auf ihrem Handy Nachrichten an den Verstorbenen schickt, nach einer gewissen Zeit als eine Art Eigentherapie, und auf einmal Antworten bekommt. Dadurch entsteht eine sonderbare Geschichte. Und wer SMS für dich gerne auf Blu-ray oder DVD hätte, schreibt gerne in die Kommentare, welcher für euch der schönste deutsche Film ist, den ihr kennt. Jedes Kommentar in diese Richtung kann SMS für dich gewinnen. Dann machen wir weiter mit Ouija, Ursprung des Bösen. Das Böse kehrt zurück, das Ouija-Brett, das alles ein bisschen mehr im Conjuring-Stil gehalten vom Look her. Denn es spielt in den 50er, 60er Jahren in Los Angeles. Eine Mutter, die mit ihren Kindern zusammen quasi Seancen faked, aber auf einmal wird davon einiges wahrer, als es ihr selber lieb ist. Und wenn ihr Ouija, Ursprung des Bösen auf Blu-ray oder DVD gewinnen wollt, schreibt in die Kommentare, was ihr persönlich gruselig findet. Was für Orte oder was für Situationen würdet ihr beispielsweise eine solche Ouija-Seance machen? Oder habt ihr davor so Respekt, dass ihr sagt, nee, ist mir ehrlich gesagt zu gruselig? Oder was sind für euch gruselige Orte? Für mich zum Beispiel Wald und Dunkel wäre eine Sache, wo ich sage, fand ich schon immer scheiße gruselig. Dann weiter geht's mit Arthouse-Film. American Honey, einer der gefeierten Arthouse-Filme des letzten Jahres. Und die Geschichte ist eines Mädchens, die, sobald sie kann, von zu Hause abhaut und mit einer Gruppe Magazinverkäufer quer durchs Land fährt, unter anderem Shia LaBeouf mit dabei im Cast. Ein sehr zäher Film, wie ich finde, aber ein sehr krasser Film und mit ein paar Songs, die mir seit Ewigkeit nicht aus dem Kopf gehen. Zumindest American Honey. Jetzt im Heimkino dann auch dabei. Und wer den gerne gewinnen will, schreibt in die Kommentare, welcher euer Lieblings-Arthouse-Film des letzten Jahres war. Jedes Kommentar in diese Richtung kann American Honey gewinnen. Und ich hätte noch zwei Serien-Sachen für euch, nämlich einmal Empire, die zweite Staffel.
Staffel. Genau, hätte ich dreimal für euch, genauso wie ich hier noch dreimal für euch jetzt mal so hoch. Modern Family, die sechste Staffel hätte. Und wenn ihr gerne die sechste Staffel Modern Family oder die zweite Staffel von Empire gewinnen wollt, schreibt bitte jeweils in die Kommentare, warum ihr Fan der Serie seid, denn es gab ja schon Staffeln davor. Und das reicht schon, um hier eventuell abzustauben. Hier jeweils nur, in Anführungszeichen, dreimal DVDs und keine Blu-Rays dabei. Und damit sind wir am Ende dieser Verlosung. Viel Erfolg beim Kommentare schreiben, 48 Stunden Zeit. Ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. We'll be right back.